Geld ist, um es mit in anderen Jungen Goethes Mephisto zu sagen, wie Blut ein ganz besonderer Stoff. Und es ist eigentlich eine sehr paradoxe Sache. Wir benutzen Geld täglich, ohne darüber nachzudenken. Aber sobald wir beginnen, darüber nachzudenken, sind wir in den größten Schwierigkeiten. Denn Geld hat doch einen religiösen Charakter. Es werden sektenhafte Glaubenskriege über das Geld geführt. Und da wie in der Religion gibt es auch eine Elite, die eben braucht, Bedeutungshoheit über das Geld zu haben. Während sehr viele Leute sehr wenig vor die breite Masse weiß eigentlich nicht die Frage, was es Geld kann, die breite Masse kaum beantworten. Und in diesem Umfeld ist diese Vollgeldinitiative deshalb zu verstehen. Geldpolitik ist kompliziert. Ja, ich würde sogar behaupten, es gibt nach Quantenphysik vielleicht nichts, das schwierig ist zu verstehen als Geldpolitik. Das gilt nicht nur für normale Menschen, das gilt auch für Ökonomen und Wirtschaftsjournalisten. Mich eingeschlossen. Und lange hat man die Geldpolitik eigentlich Spezialisten überlassen. Auch die Ökonomen, die haben sich um fast alles gekümmert, nur nicht um wie eigentlich Geld verwaltet wird. Das ist so etwas Nebensächliches, was auch gebraucht wird, aber eigentlich nicht im Interesse steht. Auch in den Wirtschaftszeitungen waren diejenigen, die zu den Pressekonferenzen der Nationalbank gekommen sind, das waren so die Esoteriker, die Nerds, wird man heute wahrscheinlich sagen, und die eigentlich ein bisschen komisch waren und die eigentlich niemand so richtig verstanden hat. Wenn Sie jemals an einer Pressekonferenz der Schweizerischen Nationalbank gewesen sind, dann müssen Sie also nicht sprechen. Seit der Finanzkrise können wir uns jedoch diese Geldignoranz nicht mehr leisten. Es ist schlagartig aufgezeigt worden, erstens, welche eminent wichtige Rolle das Geldsystem in unserem Wirtschaftssystem nun hat, und zweitens ist uns auch schlagartig bewusst geworden, wie prekär dieses Geldsystem geworden ist. Martin Buch, der auch schon erwähnt wurde vorhin, hat in seinem Buch aufgezählt, dass allein zwischen 1970 und 2011 es weltweit 147 Bankenkrisen gegeben hat. Einige davon haben das Wirtschaftssystem an den Rand des Abgrunds geführt. Vor allem die Krise im Herbst 2008, der das Ausmaß die Weltwirtschaft heute noch schwächt. Und es gibt namhafte Experten, darunter wieder Martin Buch, die sagen, die Welt könnte eine zweite solche Krise nicht mehr verkraften, weil wir den Spielraum nicht mehr haben. So gesehen haben die Folgeinitiativen eine wirklich nicht nur eine bewundernswerte Leistung gebracht, für eine Gruppe Laien, wenn man so will, die eigentlich ohne professionelle Hilfe, ohne Geld, mit wenig Unterstützung der Medien diese Leistung geschafft haben, dass ich muss ich sagen, das finde ich sehr bewundernswert. Und es ist auch sehr wichtig, weil auch das wurde hier schon erwähnt. Es ist wirklich sehr wichtig geworden, dass wir heute gegen diese Geldignoranz, die nach wie vor kassiert, 4 von 5 Schweizer wissen beispielsweise nicht, wie das Bankensystem funktioniert und glauben immer noch, dass die Banken Spargelder ausleihen, dass wir das endlich bekämpfen. Und ich glaube, es ist vorläufig noch völlig müßig, darüber zu spekulieren, wie diese Initiative je ankommen wird oder nicht. Aber ganz sicher ist die Diskussion über diese Initiative ein sehr, sehr wertvoller Beitrag für das Verständnis des Funktionierens einer modernen Volkswirtschaft. Und ich glaube, dafür haben die Initianten der Folgeinitiative sehr, sehr viel Dank und Respekt verdient. Vielen Dank.